Klares, sauberes Wasser mag der Fischotter. Da lassen sich Fische leicht fangen. Zum Leidwesen von Teichwirten wie Franz Kühn. Der zeigt dem staatlichen Otterberater Bilder. Karpfenmeter über 30. Also ganz typisch, die Haut abgezogen, ähnlich wie die. Ein Prachtkarpfen, angefressen und vom Otter liegen gelassen. Solche Funde bedrücken Otterberater Alexander Horn in Tirschenreuth. Er ermittelt von Fischottern verursachte Schäden, damit Teichwirte überhaupt eine Entschädigung beantragen können. Ihm laufen immer mehr Otter vor die Wildkamera. Die Verluste der Teichwirte gehen allein in der Oberpfalz heuer in die Hunderttausende. Der Freistaat ersetzt Fischverluste maximal zu 80%. Wenn Franz Kühn von 600 in diesen Teich eingesetzten Karpfen nur die Hälfte verkaufen kann, fehlen ihm trotz staatlicher Entschädigung fast 1000 Euro. Allein bei einem Teich. Es wird bis jetzt von Jahr zu Jahr mehr. Also die Schäden werden tatsächlich mehr. Du hast im Schnitt, glaube ich, wenn man heuer rechnet, 40% Verlust. 7 Teiche hat Kühn schon komplett aufgegeben. Immer mehr seiner Kollegen kapitulieren vor dem Otter, beantragen gar keine Entschädigung mehr und geben die Fischhaltung auf. Jagd auf den geschützten Wassermarder ist auch in Ausnahmefällen nicht erlaubt. Gewehrkugeln sind also keine Lösung für die Teichwirte. Einer greift in Altglashütte zu einer radikalen Lösung. Gunter Kuttenberger hat einen 2 Meter hohen und mit 8000 Volt Spannung gesicherten Metallzaun rings um seine Forellenteiche gebaut, mit staatlicher Förderung. Unter und über diesen Zaun kommen die Otter jetzt nicht mehr an seine prächtigen Forellen. Vor dem Zaunbau hatte er in einem Jahr große Forellen im Wert von 18.000 Euro verloren. Nur ein Drittel des Wertes hat ihn der Staat entschädigt. Der Teichwirt stand vor der Entscheidung, Schluss mit Forellen oder einen Zaun für 40.000 Euro bauen. Der wurde genehmigt und finanziell gefördert. Aber schön ist der Zaun natürlich nicht, ganz klar. Wie ein Hochsicherheitstrakt wie Stadelheim, bloß dass der Einbrecher nicht herinnen sitzt, sondern von außen kommt. Und das ist natürlich problematisch. Fischhaltung hinter Gittern. Das wirkt. Aber nur ein einziger Teichwirt im Landkreis Tirschenreuth hat bislang einen solchen Otterschutzzaun gebaut. Und von 248 dort zugelassenen Teichwirtschaften haben 73 die Fischhaltung bereits eingestellt.